wie sollen wir the facial system, das faciale System, definieren? Vielleicht ist eine ganz umfassende und allen zufriedenstellende Definition schon gemacht worden in Washington und dann lautet das ungefähr so. Fascia ist ein überall im Körper anwesendes, unregelmäßiges, fraktales und faserförmiges Netzwerk, wichtigste Wort, Netzwerk, wovon sich die Kontinuarchitektur, anderes Wort, auf alle Ebenen der hierarchischen Komplexität des lebendigen Organismus präsentiert. Überall Architektur. Dieses globale System ist ein selbstorganisierendes, das ist wichtig, und ein selbstadaptierendes und wird gebildet von Spannung und Belastung, aber auch von chemischer Information und von elektromagnetischen Kräften. Es bildet das primäre strukturelle Netzwerk und Matrix des Körpers mit einer möglich regulierenden Rolle und Funktion auf unterschiedlicher funktioneller Ebene. Es ist wenigstens ein Versuch. So, Namen geben ist wichtig, weil Namen sagen, wie man über die Sachen denkt. Das ist das Prinzip der Anatomie. Kontinuitäten zerbrechen, diskriminieren, unterscheiden. Und deswegen ist Anatomie keine gute Prozedur, um etwas Kontinuierliches und Konnektivierendes als die Faszie zur Erscheinung zu bringen. Die Methode ist falsch. Ich sage nicht, dass die Anatomie falsch ist, aber der Muskelmann und der anatomische Muskelmann ist ein Artefakt, ist eine sehr bestimmte Art und Weise, um über den Bewegungsapparat oder den Körper zu denken. Es geht nicht länger um die Teilen und das Wo. Man muss auch versuchen zu denken in Ganzheit und Wie. Wollen man Faszie studieren und Faszie verstehen, dann kommen Begriffe als Ganzheit und Wie. Tensegrität, Integrität. Da geht es um Verhältnisse, nicht um Anatomie. Anatomie diskriminiert und Verhältnisse suchen nach Zusammenhang. Wir brauchen deswegen andere Elemente und andere Verhältnisse. Und dann ist Architektur ein wichtiges Schlüsselwort. Man kann mit der Anatomie des Bewegungsapparats, des Haltungs- und Bewegungsapparats nicht mehr alles verstehen. Aber schade genug weiß der Hirn nichts von Muskeln. Dein Hirn ist nicht in Muskel organisiert. Nirgendwo gibt es in deinem Hirn einen Muskelmann oder einen Repräsentant von deiner Anatomie. Muskel höher, in deine höhere Ebene des Hirns sind sie organisiert in Handlungen und Actions. Und auch Handlungen sind etwas anderes als Bewegungen. Wir müssen den Mann sozusagen überwinden und heimbringen in den Kontext von Architektur. Ein Muskel ist nicht eine funktionelle Einheit. In Muskelphysiologie ist das der Motorunit. Und in Hirnphysiologie ist das die Bewegung. So, was konnte dann eigentlich die Einheit werden von Kraft übertragen? Weil wir sind auch ein Kraftensystem. Wir sind ein Kraftensystem, wo sozusagen Halt und Bewegung ermöglicht wird, Gestaltung möglich wird. Es geht um Integrität. Tensegrity ist ein neues Modell, ein ganz cooles Modell, das heutzutage oft gebracht wird, um den Bewegungsmensch und seine Organisation zu verstehen. In Tensegrity gibt es nur zwei. Es gibt Druckkräften und Zugkräften. Und mehr gibt es nicht. Man kann sozusagen mit Zug und Druck kann man ein ganzes Gebäude, das schwerkraftfrei seine eigene Konsistenz, seine eigene Architektur hat. Das ist wichtig. Und das hat schon für 20 Jahre her in Maastricht, wo ich herkomme, ein bisschen für Verwirrung gesorgt. Wie sollen wir doch das Dreiheitsdenken, die heilige Dreieinheit der Anatomie, Muskel, Bänder und Knochen, wie sollen wir das doch verbinden mit das Zweiheitdenken von Kräften? Dass es nur, auch in unserer Robotologie, nur zwei Kräften gibt, das Zug und Druck. Wie kann man das tun?